Hi Leute, und heute gibt es mal einen neuen Test von einer Brückkopffontäne, nämlich hier die Crackling Cauliflower. Ist meiner Meinung nach die zweitbeste Fontäne, die so Brückkopf hat an Cut 1. Die hat ebenfalls eine NEM von 7 Gramm und auch diese ist wieder eine Mogelpackung. Aber für Kategorie 1 kann sie auf jeden Fall schon was, und was sie genau kann, das seht ihr denn jetzt im Test. Viel Spaß! So, Crackling Cauliflower. Mal sehen, ob sie mich überzeugen kann. Von der Brenndauer auf jeden Fall schöner Effekt, aber leider kein Quicklink. Das ist echt ein bisschen enttäuschend, aber könnt ihr euch trotzdem holen. Den Müll nehme ich wieder mit. Bis zum nächsten Mal. Ciao.